Gehörst du auch zu dieser Sorte Mensch, wenn du einen frägst oder so und du hörst es dir dann an und du hörst dann, wie du ihn, wenn du ihn frägst, wie es dir geht und er sagt, ach, es passt schon, mir tut das weh und ich habe Rückenschmerzen und ich habe hier Schmerzen und ich habe das und mir geht's psychisch auch nicht so gut und das Leben ist scheiße und alles ist so ungerecht, dann solltest du dir auf jeden Fall heute dir mein Video ansehen. Mein Name ist Juan, willkommen auf dem Kanal Juan der Spanier, viel Spaß dabei. Schön, dass du auf meinen Kanal gelandet bist, Juan der Spanier. Du hast ja gerade schon gehört, um was es heute geht. Ums Jammern. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich möchte nicht, dass meine Videos hoch von YouTube gerankt werden und dass ich hohe Zuschauerzahlen möchte. Weil irgendwo möchte das ja jeder YouTuber. Also habe ich auch so meine Moderatoren. Meine Moderatoren, die teilen auch regelmäßig Videos dann auf Instagram oder dann auf Facebook. Und letzte Woche ist was Erstaunliches passiert. Einer meiner Moderatoren hat ein paar Videos von mir geteilt in einer Gruppe mit Menschen, die psychosomatische Probleme haben oder psychische Probleme, wie auch immer. Und dieser Moderator hat mir dann davon erzählt, hat glaube ich zwei oder dreimal einen Link reingeteilt, auch mit Verlaub und schau doch mal bei dem Kanal vorbei und hör dir das doch mal an über Zwangsgedanken, über Panikattacken, Ängste und so weiter und so fort. Der Moderator hat das öfters reingeteilt. Er war auch ein bisschen in der Gruppe drin. Das hat dann nicht lange gedauert und er wurde dann aus der Gruppe verwiesen. In sämtlichen anderen Gruppen war es genauso. Ich persönlich finde es schade. Die Videos wurden auch nicht geliked oder auch gar nicht beim Teilen bei mir angesehen. Nun, als ich dann den Moderator fragte und sagte und ihn fragte, was denkst du, woran das lag? Da sagte er, ich habe mich ein bisschen in dieser Gruppe umgesehen. Und in dieser Gruppe ist eines vorhanden. Jammern, jammern, jammern und nochmals jammern. Das heißt, diese Menschen sind dann den ganzen Tag da drin und pushen sich gegenseitig auf. Der Sinn dieser Gruppe geht wahrlich vollkommen verloren. Anstatt sich Hilfe zu suchen, vielleicht mal zum Therapeuten zu gehen oder sich vielleicht hilfreiche Videos anzusehen, lösungsorientierte Videos anzusehen oder lösungsorientierte Artikel zu lesen oder auch Meditation zu beüben. Viele verschiedene Dinge. Nein, da wird reingeschrieben, mir geht's so schlecht. Nein, mir geht's noch schlechter. Der nächste schreibt dann da drin, der hat mir dann Screenshots gezeigt, weil er das gemacht hat. Der nächste schreibt, mir geht's aber noch schlechter. Ich habe aber das erlebt. Ich habe aber dieses erlebt und ich habe das erlebt. Um 3 Uhr in der Nacht, mir geht's so schlecht, ich habe eine Panikattacke. Ich habe dies, ich habe das. Also wirklich entsetzlich. Also wirklich grauenvoll entsetzlich. Was meint ihr denn, was euch damit passiert, wenn ihr den ganzen Tag euch hochschaukelt und jammert, ich habe dies und ich habe das? Nun, es wird nicht besser. Besser wird es definitiv nicht. Ihr begibt euch dadurch in eine Opferrolle. Ihr geht in eine Opferrolle hinein, aus der ihr jeden Tag schwerer und schwerer wieder herauskommt. Und jetzt sagst du dir vielleicht als Zuschauer, ja Juan, was weißt denn du schon? Was hast denn du schon für eine Ahnung? Dir geht's ja gut. Du hast ja Muskeln, bist ja auch erfolgreich. Was ich gehört habe, hast du eine Familie, hast auch irgendwo wahrscheinlich ein Einkommen und so weiter und so fort. Dir geht's doch gut. Du strahlst ja Selbstbewusstsein aus. Wer sich schon vor so einer Kamera hinstellt und von Menschen redet, der ist ja eh schon selbstbewusst. Entschuldigung, dass ich gerade grinsen muss. Ich werde jetzt mal ein bisschen persönlich. Ich möchte dir mal was erzählen. Von mir. Von mir ganz persönlich. Ich habe jetzt in meinen Videos noch nicht so viel über mich erzählt, sondern eigentlich mehr über lösungsorientierte Dinge. Wie kann man Zwangsgedanken besiegen? Oder Panikattacken? Wie geht man mit dem um? Was sind Depressionen und so weiter? Du kennst ja meine Videos, wenn du schon länger auf meinem Kanal bist. Ich habe dir aber noch nicht erzählt, was mir denn so widerfahren ist. Und jetzt habe ich mir gedacht, wegen den Jammern, da möchte ich dir mal was erzählen. Ich war nicht immer so, wie ich heute bin. Es gab mal Zeiten, da war ich anders. Und das ist bei jedem Menschen genauso. Und man verändert sich. Aber es gab mal eine sehr dunkle Zeit. Und ich würde dich jetzt wirklich bitten, dass du bitte nicht wegklickst und bitte dranbleibst. Weil ich möchte jetzt mal was Persönliches von mir erzählen. Das war im Jahre 2011.
Aber ich noch nicht hier gewohnt, sondern in einer anderen Wohnung, auch in einer anderen Stadt. Da bat mich meine Frau, dass ich mal bitte in den Keller runtergehe und die Wäsche aus der Waschmaschine rausholen, in den Korb rein tun und nach oben trage. Da hat er so einen Wäschekorb, der hat, ich weiß nicht, was er wiegt, vielleicht 5 Kilo, vielleicht 4 Kilo, vielleicht sind es auch nur 3 Kilo. Ich denke mal, es sind 3 Kilo. Auf jeden Fall kein Gewicht. Ich war bis dato eigentlich immer kerngesund, hatte nichts. Bin runtergegangen im Keller, hab die Wäsche ausgeleert, hab den Gefallen meiner Frau getan, hab's in den Wäschekorb hinein, bück mich nach unten, heb's nach oben auf, also willst nach oben ziehen, auf einmal macht's Quatsch. Zack. Was hältst du los? Ein Stich in der Wirbelsäule, der so grauenvoll schmerzhaft war, dass ich gedacht habe, ich habe ein Kind gebärt, obwohl ich ein Mann bin. Aber die Schmerzen, nee, Spaß auf Seite, die Schmerzen waren wirklich abnormal. Also sie waren mit nichts zu vergleichen. Ich wusste nicht, was ich habe. Auf jeden Fall lag ich dann da mit dem Kinn auf dem Boden. So, konnte mich nicht mehr bewegen, konnte kaum reden. An der Wirbelsäule solche Schmerzen, wie gesagt, die man sich kaum vorstellen kann. Und rief dann praktisch um Hilfe, weil ich konnte nicht mehr hoch aufstehen. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Was war das? War das ein Hexenschuss oder war keine Ahnung? Ich wusste, vielleicht ein Bandscheibenvorfall, aber doch nicht von sowas. Keine Ahnung. Was dann folgte, meine Frau hörte mich dann irgendwann, weil ich nach Hilfe geschrien habe. Sie kam dann runter und richtete mich irgendwie dann auf und konnten dann irgendwie dann nach oben gehen. Wir wussten nicht, was ich hatte oder was ich habe, waren dann wirklich ratlos. Was dann folgte, war ein endloser Ärzte-Marathon. Ich ging von Arzt, zu noch einen Arzt und noch zu noch einen Arzt. Ich ging zum Orthopäden. Der eine hat bei mir Chiropraxis gemacht. Da habe ich wirklich gedacht, Entschuldigung die Wortwahl, er vergewaltigt mich. Denn die Schmerzen wurden nur noch schlimmer. Er renkte mir irgendwas ein. Das sei doch irgendwie eine Verspannung oder sonst irgendwas. Der nächste Arzt sagte dies, der nächste sagte das. Also kam ich dann irgendwann mal in die Kernspintomographie, Abkürzung MRT, habt ihr vielleicht auch schon mal gemacht. Bin da reingeschoben worden, kam die Untersuchung, kam der Arzt raus. Er wollte dann sofort ein Gespräch mit mir führen, kam dann zu ihnen ins Zimmer hinein und er fragte mich dann, hatten Sie einen Motorradunfall oder sind Sie vom dritten oder zweiten Stock runtergefallen oder so und auf die Wirbelsäule gefallen? Ich sagte, nein, nichts, gar nichts, nichts dergleichen. Wie kommen Sie eigentlich darauf? Sowas, warum soll ich vom zweiten Stock runterspringen oder so? Ja, das kann aber gar nicht anders sein, sagt er zu mir. Sage ich, warum, was ist denn los? Ja, ganz einfach, Sie haben 4 Wirbelbrüche. Ich schaute ihn an und sagte, bitte was? Ja, ganz genau, Sie haben 4 Wirbelbrüche. Und solche 4 Wirbelbrüche, die können entweder nur von Motorradunfall, Autounfall oder von irgendeinem Stockwerk runtergefallen sein. Oder sie haben irgend so eine Krankheit, die sie eigentlich gar nicht haben könnten, wie zum Beispiel Osteoporose. Das kriegen ja nur die älteren Menschen in unserer Gesellschaft, die ihr kennt, die dann so krumm laufen. Das kann ja gar nicht alles nicht sein. Also er vermutet, ich habe Osteoporose, sowas gibt es in ganz seltenen Fällen auch bei jungen Männern. Habe ich mir gedacht, das kann er. Er verweise mich auf einen Spezialisten in der Universitätsklinikum in Würzburg, an der mich verwiesen hat, der sich speziell für so seltenen Fälle beschäftigt und der auch Gentests macht und so weiter. Also kam ich dann im Rahmen einer Studie dann hinein und konnte dann solche an so einen sogenannten Gentest mitmachen. Gentest. Der Arzt wirklich super freundlich. Ich bedanke mich bei ihm nochmal herzlich, auch wenn Sie jetzt vielleicht hier zusehen, Herr Dr. Seefried. Toller Arzt, wirklich. Er hat sich dann um mich gekümmert, hat alle möglichen Tests gemacht, hat auch einen Gentest gemacht und so weiter und so fort. Und da kam dann dabei heraus, dass ich zwar tatsächlich Osteoporose habe, aber es kam noch schlimmer. Ich habe eine mildere Form der Glasknochenkrankheit. Das wurde mir dann diagnostiziert, da bei mir ein plötzlicher Gendefekt irgendwann mal in der Pubertät gekommen ist und der das dann ausgelöst hat, dass meine Knochen brüchig sind, gläserig, wenn man im Volksmund sagt. So, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema dieses Videos heute. In mir brach eine Welt zusammen. Als erstes stellte ich den Arzt so viele Fragen, ich stellte ihm so viele Löcher in den Bauch. Ich hatte Tränen in den Augen, ich hatte geweint, ich hatte Angst, ich war panisch.
Ich war grüblerisch. Ich konnte nicht mehr aufhören. Was bedeutet das alles für meinen Beruf, für meine Zukunft? Ich habe ja gelernt, Fachkraft für Lagerwirtschaft. Da muss man auch schwer tragen. Und was soll ich da tun? Was kann ich machen? Kann ich überhaupt noch Fitness weitermachen und alles? Und diese Schmerzen. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, was da alles für Fragen durch den Kopf gehen. Auf jeden Fall die Hölle. Und ich jammerte und jammerte fürchterlich. Ich habe jeden Tag gejammert. Ich habe mich zurückgezogen. Ich hatte keine Lust mehr auf Aktivitäten. Ich bekam dann so eine Korsage, die mich halten musste bis zum Hals, weil es drohte die Gefahr, dass die nächsten Wirbelkörper einbrechen und dadurch das immer schlimmer wird. Und das kann natürlich auch irgendwann mal in den Spinalkanal eindringen. So ein Knochensplitter und dann kannst du querschnittsgelähmt sein. Alles möglich. Der Arzt verabreichte mir dann starke Medikamente, wo ich mich dann jeden Tag selber ein Medikament injizieren musste in den Bauch. Dieses Medikament heißt Forsteo. Gott sei Dank habe ich dieses Medikament bekommen. Es ist ein sehr teures Medikament, das nur Menschen kriegen, die praktisch in diese Studie reingelangen oder die vielleicht auch jung sind. Leider Gottes bekommen in unserem Gesundheitssystem ältere Menschen solche Medikamente nicht. Auf jeden Fall, nach der Zeit hat sich das dann irgendwann mal gebessert. Nach 8 Wochen wurden die Schmerzen erträglicher. Der Arzt riet mir aber, dass ich Morphium sogar in mir injizieren sollte wegen den Schmerzen, weil sie kaum auszuhalten waren. Dies habe ich verweigert und habe mir gesagt, ich halte halt die Schmerzen aus. Ich will kein Morphium nehmen, dann werde ich vielleicht noch süchtig und abhängig etc. Also habe ich das verweigert. Im Laufe der Zeit wurde es immer besser, aber das Jammern wurde eigentlich von Tag zu Tag schlimmer. Am Anfang haben natürlich Frau, Eltern und so weiter Verständnis dafür gehabt, für das Jammern. Und sie haben mir auch zugehört und manchmal kamen mir sogar die Tränen, weil ich so fertig war. Und sie haben mir immer noch zugehört und haben mir immer noch Zuspruch gegeben. Aber in mir war alles vorbei. Ich hatte keine Lust mehr. Das Feuer in mir, der lebendige, selbstbewusste junge Juan mit seinem vielen Selbstvertrauen hatte alles verloren. Alles war nur noch ein Scherbenhaufen. Und ich wusste wirklich nicht mehr, wie es weitergeht, da ich mich einfach falsch ausgerichtet habe. Ich habe einfach alles gedacht, wenn ich jammer und jammer, dann wird es vielleicht besser. Und die Menschen haben dann Verständnis für mich und wir können dann alle zusammen weinen. Und wir sind alle zusammen, alle traurig. Und wenn wir alle zusammen traurig sind und ich jammer, dann kriege ich ja Aufmerksamkeit. Das wird dann so wie eine Sucht. Das wird dann immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Ich habe ja auch abgenommen gehabt. Ich glaube, ich habe 15 Kilo dann abgenommen. Ich habe auch kaum was gegessen. Ich rief dann eines Tages meinen Facharzt, den Herr Dr. Seefried in Würzburg an und fragte ihn, ob ich denn überhaupt noch Sport machen kann oder ob das überhaupt noch möglich ist. Und er sagte, ja, sicherlich, das sollten Sie ja sogar tun. Damit bauen Sie ja Ihre Rückenmuskulatur auf und mit der Rückenmuskulatur, umso stärker die ist, umso besser ist die Wirbelsäule geschützt. Also was habe ich getan? Bin dann ins Fitnessstudio gegangen, habe dann Gewichte gestemmt, habe Beinpresse gemacht und so weiter. Und was kam? Es wurde nur schlimmer. Der Juan hat es natürlich übertrieben. Und der nächste Wirbelbruch kam. Das heißt, die nächste Korsage kam. Noch mehr Schmerzen. Und ein weiterer Tiefpunkt. Und wieder jammern. Und wieder jammern. Nur eins habe ich dann beim zweiten Mal gemerkt. Und das war der Unterschied zum ersten Mal. Die Menschen, die die ganze Zeit Verständnis dafür hatten, dass ich jammer und jammer und jammer, da habe ich dann schon so gemerkt, dass die nicht mehr so viel Verständnis hatten. Und warum lag das? Das lag daran, weil das ein psychologisches Phänomen ist. Wenn du den ganzen Tag jammerst, begibst du dich in die Opferrolle. Und wer, und ich frage auch wirklich wer, wenn es nicht vielleicht gerade die Eltern sind oder die Ehefrau, selbst die haben irgendwann mal ein begrenztes Budget. Wer in Gottes Namen hört denn die ganze Zeit gerne einen Menschen zu, der die ganze Zeit jammert, jammert, jammert und jammert? Niemand tut das. Niemand möchte die ganze Zeit einen Menschen da die ganze Zeit zuhören. Das ist doch normal. Du fragst doch ein, wie geht's dir? Mir geht's scheiße, die Welt ist scheiße. Der strahlt es schon aus, der fängt dann an, dich zu meiden und will mit dir nichts zu tun haben. Weil du dich in die Opferrolle begibst. Und was Schlimme auch noch ist, es ändert sich nichts. Du bist in der Opferrolle, es ändert sich nichts, du bleibst da drin gefangen. Und da fühlt man sich wohl. Und wenn jemand kommt, dann jammer ich, dann kriege ich Aufmerksamkeit. Aber eigentlich ist es das gar nicht, was du willst, aber irgendwie machst du weiter. Und jetzt kommt meine Message an dich. Und das habe ich getan. Ich habe mich hingesetzt und habe gemerkt, das Jammern bringt nichts. Also was habe ich getan? Ich habe langsam angefangen. Ich bin ins Fitnessstudio gegangen, aber langsam. Ich habe leichte Gewichte genommen. Habe mich sehr langsam gesteigert. Obwohl ich mehr Kraft hatte, habe ich mich langsam gesteigert. Ich habe meine Ernährung geändert. Viel Kalzium zu mir genommen, was ich sowieso brauche. Die Krankheit kann man nicht heilen, aber man kann mit ihr gut leben.
Vitamin-D-Tabletten genommen, viel in die Sonne gegangen, Massagen leichter gemacht und so weiter und so fort. Weiter ins Fitnessstudio und habe mir tatsächlich Muskulatur aufgebaut. Tja, und jetzt möchte ich dir gegenüber wirklich nicht arrogant oder eingebildet rüberkommen, aber weil das in unserer Gesellschaft immer nicht so angesehen ist, aber es ist doch auch mal schön, wenn man sich mal selber auf die Schulter klopft und sagt, und das solltest du vielleicht auch tun. Und das fühlt sich jetzt gerade so gut an, wo ich sage, Juan, ich bin stolz auf dich. Ich habe Glasknochen, Osteogenesis Imperfecta, der Fachname, und ich bin mehr als 98% stärker und habe mehr Muskelmasse als 98% der Menschen in meinem Fitnessstudio. Also das sind wirklich ganz wenige, die da mehr haben. Und die auch mit mehr Intensität trainieren als ich. Und das mit Glasknochen. Und mit der Leidenschaft und mit der Hingabe, die ich trainiere. 170 Kilo Kreuzheben ist bei mir möglich. Mit Glasknochen. Und ich jammer nicht. Und der Rücken ist stark. Und ich ruder wie ein Blöder. Ich mache Latziehen. Ich habe 48,5 cm Oberarmumfang. 48,5 cm. Und warum kann man nicht darauf auch mal stolz sein? Und das alles habe ich nicht erreicht, weil ich gejammert habe. Und das ist die Message an dich. Ich habe nicht gejammert. Ich bin dann raus aus der Opferrolle und habe mein Leben aktiv in die Hand genommen. Und wenn es mir schwer gefallen ist, dann habe ich es als Herausforderung gesehen. Und jetzt kommt der springende Punkt. Dieses Leben ist nicht immer schön. Das ist so. Es hat seine Schattenseiten. Es hat seine grausamen Seiten. Und das Leben kann wirklich brutal sein. Da gebe ich dir recht. Und fair war es noch nie. Und es wird auch nie fair sein. Aber im Leben kommt es nicht darauf an, wie viele Schläge du austeilst. Im Leben kommt es darauf an, wie viel du einstecken kannst. Wie viel du einstecken kannst, wie viele Schläge du einstecken kannst und trotzdem immer wieder aufstehst und sagen kannst, hier bin ich und ich kämpfe. Das hat schon Rocky Balboa gesagt, Sylvester Stallone. Darauf kommt es im Leben an. Also hör auf zu jammern. Verlass die Opferrolle. Und wenn du dich in solchen Gruppen befindest, gerade unpassend, aber okay, ihr wisst ja meine Vögel. Wenn du dich in solchen Gruppen befindest, verlass diese Gruppe, ich appelliere an dich. Geh da raus, es wird dir da nicht geholfen. Du wirst dich da weiter in deinen Jammern und in deinen Suhlen reinsuhlen und es wird nicht schlimmer. Dir wird es nur noch schlechter gehen, du wirst depressiver und du findest keine Lösung. Verlass die Opferrolle, hör das Jammern auf und übernimm nicht nur die halbe Verantwortung, sondern die volle Verantwortung für dein Tun und dein Handeln im Leben. Und du wirst sehen, Stück für Stück wird es dir Tag zu Tag besser gehen. Und vergesst es nicht, was Rocky gesagt hat. Er hatte recht. Im Leben kommt es nicht darauf an, wie viel du austeilen kannst, sondern wie viele Schläge du einstecken kannst und trotzdem immer wieder aufstehen kannst. Das ist diese Message von mir an dich. Nimm dir das zu Herzen. Und wenn du möchtest, sieh dir dieses Video nochmal an. Aber letztendlich musst du diesen Weg gehen. Du musst ihn gehen. Und wenn du das Jammern aufhörst und die Opferrolle verlässt, dann wirst du es schaffen. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen heute. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn du neu auf meinen Kanal gestoßen bist, abonniere meinen Kanal. Wenn du irgendwelche Anregungen hast zu ähnlichen Videos oder anderen, schreib es in die Kommentarbox. Ich würde mich freuen. Mach's gut, dein Juan. Ciao.